ich weiß nicht, was ich... Nee, ich will das nicht hauptberuflich machen. Also wenn, ich würde niemals mein Studium oder so abbrechen. Wenn ich sage, okay, ich wäre so erfolgreich damit, dass ich, keine Ahnung, da komplett von leben kann und ich mein Studium fertig habe, dann würde ich es vielleicht machen. Aber ich will immer ein Studium beenden, auf jeden Fall. Ist dein Freund nicht eifersüchtig? Warum sollte er eifersüchtig sein? Also eifersüchtig wäre er ja, wenn es von mir kommen würde oder so. Aber da kann ich ja nichts. Ist ja nicht mein Problem, was Leute reinschreiben. Ich gehe ja nicht drauf ein. Ich bin geritten 10 Jahre und ich habe Geräteturnen gemacht und ich habe früher auch Basketball gespielt. Hast du deine Ergebnisse schon? Nee. Nee, nee. Sehr gute Einstellung. Das freut mich. Das freut mich. Make-up mag ich schon immer eigentlich, aber ich mache das halt nicht bei mir. Aber ich habe jetzt seit 2 Monaten oder so wieder Spaß dran gefunden. Luis ist in Dortmund. Der hat sein neues Auto in Dortmund abgeholt. Der kommt gleich wieder, also heute Abend. Ich konnte nicht mitkommen, weil ich arbeiten musste. Uni fängt im April wieder an, Anfang April. Genau. Danke für eure ganzen Follows. Ich muss auch gleich offline gehen, wenn mein Handy dann leer geht. Ja. Genau. Ich arbeite Social Media halt, also als Content Creatorin, Kellnerin im Restaurant und ja, Uni. Normale Uni. Mein Freund hat einen Mercedes, also ein SUV. Ich glaube, das ist der GLC. Ich weiß das. Ich will es nur eigentlich nicht so gern sagen, weil, keine Ahnung. Aber ist egal, kann ich auch einfach sagen. Egal. Weil seine Schwester kriegt sein altes Auto zum 18. Was machst du halt noch so? Gar nichts. Ich drehe gleich noch Videos, koche mir gleich Essen. Und dann heute Abend kommt mein Freund wieder. Ja. Was schreibt der? Ich weiß noch nicht, was ich koche. Ich habe den schon stumm geschaltet, Celine. Ich mag diesen Labello richtig gerne. Das Auto hat mein Freund auch. Ist auch super cool. Ich bin 19. Dankeschön für euren ganzen Follows, Leute. Folgt mir sehr gerne. Wir sind fast 90.000. Ja, ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Ich gehe nicht zur Schule. Ich habe entfernt. Entfernt. Ich muss gleich offline gehen, weil mein Handy gleich leer ist. Sind dir deine Follower so wichtig? Ja, safe. Intro habe ich schon ganz oft gepostet. Ich poste heute aber noch eine neue. Wann hast du mit Social Media angefangen? Also komplett aktiv Sommer 22, da war ich halt 18. Aber ich habe davor auch schon immer was gepostet. Also ich bin schon immer, seit Musical.ly. Der Account hier ist von Musical.ly. Also diesen Account hier gibt es seit 2015. Habe ich schon immer Sachen gepostet. Ich hatte auch schon 2015 1000 Follower hier auf dem Account. Krass, gestern hast du noch 88,9. Ja, wirklich. Das ist jetzt durch die Streams. Hihi. Ja. Ist dein Leasing, das Auto von meinem Freund ist gekauft. Warum sind Follower so wichtig? Naja, weil es das ist, was ich tatsächlich auch teilweise als Beruf ausübe. Und jeder, der Social Media Präsenz hat, wünscht sich natürlich auch Follower und Aufrufe. Also das kann man sagen, wie man will, aber das ist am Ende einem schon wichtig. Du bist ein Girls Girl, dankeschön. Du bestimmt auch, oder mit Sicherheit. Welche Schuhe hast du? Adidas Samba, Spezial, Gazelle. Mein Auto fährt den Mercedes GLC und ich fahre ein Fiat 500 Cabrio. Nee, ich habe noch keine Outfits für das Event und so ausgelegt. Also das ist ja, geht ja 2 Tage und das ist ja eher so ein Workshop. Und da kommen auch größere Influencer hin, die Reden halten, also so Beiträge halten. Ich bin mal gespannt, wer. Die wollen uns überraschen, wer da kommen wird. Mal gucken. Ja, danke für 89.500. Hellblau Spezial lassen sich super gut mit Blau und Grau kombinieren. Und Braun. Danke für eure ganzen Follows. Dein Auto fährt den Mercedes. Dein Auto habe ich mich versprochen? Oh. Upsi. Findest du, man verdient beim Kenner gut? Ja, also ich krieg halt im Monat fast das gleiche an Trinkgeld wie Gehalt. Das ist halt schon gut. Nee, ich verfolge Adorable Caro nicht und ich finde die auch nicht gerade cool. Also,
ich habe jetzt nichts gegen sie, aber ich mag einfach nicht so gern ihre Art. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Fan. Aber ich habe jetzt nichts gegen sie oder so. Und sie macht guten Content an sich, aber es ist einfach nicht so meine Nische. Ich bin nicht so zufrieden mit meiner Haut, nee. Vlog bitte fürs Event. Ja, mache ich auf jeden Fall. Du hast so ein schönes Gesicht. Dankeschön. Nee, ich bin nicht religiös. Ich bin noch aus der Kirche ausgetreten. Ja. Aber ich bin tatsächlich konfirmiert. Ja. Aber ich danach halt dann gemerkt, dass ich nicht gläubig bin. Nee, ich mag nicht sagen, wo ich arbeite. Das wäre ja das Dümmste, was ich machen kann. Nimmst du wegen deiner Hautmedikamente? Mm-mm. Ich wollte schon mal Aktinomin nehmen, hat mir mein Arzt auch dann geben wollen, aber habe ich nicht gemacht. Kannst du eine Pochette zeigen? Die ist jetzt im anderen Raum. Ich will jetzt ungern rüberlaufen, aber ich habe die schon mega oft gezeigt. Also auch in Videos ausführlich. Also ich habe auch ein Unboxing gedreht. Ich habe Videos zu meinem neuen Ding und so gedreht. Musst du mal auf meinem Account schauen. Weil ich will jetzt einfach ungern hier rauskramen aus dem Schrank drüben. Ja. Nee, danke. Ich brauch, also, alles gut. Kannst du das mal sagen, wenn du da kündigst? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich möchte da vielleicht, also, irgendwann auch nochmal anfangen oder so. Also ich möchte das nicht sagen. Das ist privat. Also, das ist mir zu privat, wo ich arbeite. Siehst aus wie eine schöne Fee, denke ich mir. Boah, das ist so süß. Danke. Das sind keine gefärbten Haare, das ist meine Naturfarbe. Komplett. Dann schaue ich nochmal bei deinen anderen Videos gerne. Eure Wohnung ist so wunderschön. Dankeschön. Kann ich nachvollziehen. Ja, das ist mir einfach zu privat. Also es haben mich schon Leute auf der Arbeit erkannt oder bei der Arbeit. Und da habe ich schon ein bisschen Angst tatsächlich, dass ich das rumspricht. Weil stell dich mal vor, ich gehe abends raus und ich werde einfach, weiß ich nicht, wenn mir irgendjemand was Doofes will, dass der mich entführt oder so. Oder auch generell. Es hat nur Nachteile, wenn ich sagen würde, wo ich arbeite, nur. Ja, ich wohne mit meinem Freund zusammen. Mein Freund ist gerade in Dortmund, der kommt heute Abend wieder. Immer unterschiedlich, wann ich arbeiten muss. Von Woche zu Woche unterschiedlich. Du hast so ein außergewöhnliches, schönes Gesicht. Dankeschön, ihr seid so lieb. Hast du andere Mädels von den Spielern kennengelernt? Ja, kenne ich. Findest du Drogerie-Make-up besser oder High-End? Ich mische das alles so, also ich habe von beiden was. Nee, ich gehe nicht nach Thailand. Was hältst du von E-Autos? Mein Freund hat... Ich weiß nicht, ob sein neues Auto auch ein E-Auto ist. Ich glaube, ja, ja. Mein Freund hat nur E-Autos, also sein anderes war auch ein E-Auto. Ja, ich habe Geschwister. Ich glaube, sein neues Auto ist auch ein E-Auto. Ich guck noch mal. Aber ich habe das... Ah, ich habe gerade kein Bild hier auf dem iPad, nur auf dem Handy. Ja. Ja, ich habe Anschluss gefunden. Ist dein Freund reich? Was ist das für eine Frage? Warum fragt man sowas? Vielleicht ein bisschen weird. Mein Freund und mir geht's gut. Aber wie man reich definiert oder was auch immer, ist... Keine Ahnung. Welche Farbe hat das neue Auto? Sage ich nicht, weil das ist mir ein bisschen tatsächlich dann zu privat. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber es kennen uns schon Leute aus Rostock und ich habe keinen Bock, dass vor allem bei unserem Kennzeichen findet man schnell raus, ob wir das sind. Ich habe eigentlich keinen Bock, dass er dann irgendwie gesehen wird so oder so. Seit 4,5 Jahren zusammen. Ja, seine Schwester bekommt sein altes Auto. Ich finde solche Fragen so richtig random. Bist du reich? Irgendwie ein bisschen weird. Naja, egal, nicht schlimm. Mein Freund steht bei Hansa. Nein, mein Freund hat nicht mehrere Autos. Ist alles gut. Ich meine das nicht böse, aber irgendwie ist die Frage trotzdem ein bisschen random. Ich fahre im Juni nach Kopenhagen. Und im Sommer wollen mein Freund und ich nach Island fliegen. Konzert, auf die ich noch möchte. Ich würde gerne auf dem Crow-Konzert. Und ich bin in 2 Wochen auf dem Tom Adele-Konzert in Berlin. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Genau. Danke für eure ganzen Follows. Ich gehe gleich offline, weil mein Handy ist gleich leer. So. Dankeschön. Für eure Follows. Ich sitze hier schon seit fast 3 Stunden, glaube ich, oder? Wie lange bin ich schon live? War irgendjemand heute Morgen schon drin, als ich angefangen habe mit dem Livestream? Ich bin doch safe schon seit 11 Uhr oder 10.30 Uhr live. Wisst ihr das ungefähr? Ich glaube, seit 11 Uhr bestimmt. Danke für eure Follows.